Also man soll doch jeden Menschen so leben lassen, wie er möchte und weiß nicht, das ist Quatsch. Ja. Also, wenn ich sowas sage, tut mir jetzt leid. Leila! Leila, wie siehst du? Wie siehst du das? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Wetzlar an einem wunderschönen heißen Tag. Heute mit der Frage, ob die meisten für das Unterrichten mit Kopftuch sind oder dagegen. Ab geht's! Ob die dafür sind, dass Frauen mit Kopftuch unterrichten oder dagegen? Also wir sind beide Christen, aber jede Religion eigenes Ding. Okay, also könnte das ganz normal gut aussehen dann, wenn eine Frau mit Kopftuch dann unterrichten würde? Ja, wäre mir egal. Ja, ich frage das, weil ganz viele sagen, die haben auf jeden Fall nichts in der Schule zu suchen, aber ihr seid da völlig in Ordnung. Ja, kann jeder machen, wie er will. Meine Mitschüler machen das ja auch. Ja. Ist mir egal. Ja. Perfekt, danke, das war schon. Ciao. Hi, habt ihr ganz gute Zeit? Ich drehe ein YouTube-Video. Sorry. Okay, ja. Die Frage ist, ob man. Jetzt? Bereit? So wirklich? Ob das Unterrichten mit Kopftuch an Schulen erlaubt sein darf, erlaubt sein sollte oder nicht? Seid ihr dafür, dagegen? Dass sie mit Kopftuch. Eine Frau mit Kopftuch. Eine Lehrerin mit Kopftuch. Genau. Wenn sie das möchte, ja. Sprich nicht dagegen. Nö. Okay, das war schon. Ach, perfekt. Dankeschön. Ciao. Ob eine Frau mit Kopftuch an Schulen unterrichten darf oder nicht? Nein, natürlich, warum nicht? Darf sie. Darf sie. Seid beide dafür. Ja, wo ist das Problem? Sprich nichts dagegen. Weil ja viele dagegen sind, die sagen, nee, Frauen mit Kopftuch sollen nicht unterrichten, weil das zeigt dann den Islam und bla bla bla. Das ist ja nicht neutral. Das ist nicht neutral und so weiter. Jeder Mensch ist fertig. Ja. Okay. Korrekt. Alles klar, super, das war schon. Danke. Auf welchem Danke. Kanal, ey. Ob ihr dafür seid, dass eine Frau, also eine Lehrerin mit Kopftuch, an der Schule unterrichtet oder nicht? Ja, natürlich. Also das hat ja nichts damit zu tun, was die Leute anhaben, sondern wie die Leute es einfach rüberbringen mit dem Unterricht. Also es kommt dann um die Lehrkraft an. Ja, um die Lehrkraft an. Okay. Ja, deswegen, um den Bildungsstand. Ja. Wenn die Lehrerin jetzt nicht so gut unterrichten kann oder der Lehrer nicht so gut unterrichten kann, brauchen wir die auch nicht. Aber deswegen, also okay. Der Bildungsstand ist das Wichtigste. Bist du dafür? Ja, ich bin auch dafür. Also klar. Sprich nichts dagegen. Ja, das sind ja auch keine anderen Menschen deswegen. Ja, ja gut, aber es gibt echt einige, die da klar dagegen sind, weil sie sagen, jegliche religiöse Anzeichen, sei es ein Kreuz, sei es eine Kippa, Kopftuch, egal was jetzt auf, wirklich auf Religion andeutet, sollte wirklich in so Institutionen nichts zu suchen haben. Deswegen, also es ist nicht üblich, dass man dagegen ist. Der Staat muss ja neutral sein, sagen wir. Ja. Ja. Also man soll doch jeden Menschen so leben lassen, wie er möchte und weiß nicht, das ist Quatsch. Ja, also, wenn ich sowas sage, tut mir jetzt leid für die anderen Leute, aber es ist Quatsch, weil man soll ja nicht irgendwie vorgeschrieben bekommen, was man zu tun hat und was nicht. Ja. Obwohl man das richtig gut kann und dann, nee, Quatsch. Leben und leben lassen. Genau, dich genauso. Deswegen. Super, danke euch. Kein Problem. Dann noch einen schönen Tag. Ciao. Wir drehen ein YouTube-Video. Habt ihr kurz Zeit? Und zwar ist die Frage, ob ihr dafür oder dagegen seid, dass eine Frau mit Kopftuch an Schulen unterrichtet. Ich dafür. Bitte? Bin ich dafür. Bist du dafür? Ich. Also sprich nicht dagegen. Ich auch. Okay. Alles klar. Perfekt. Warum, wenn ich fragen darf? Ja, sollen Kulturen anderer sollen berücksichtigt werden? Mhm. Okay. Kulturen? Ja, finde ich auch. Okay. Der Staat ist ja dagegen, wegen dem Neutralitätsgesetz soll neutral sein. Das zeigt ja so den religiösen Islam, die Kinder sind nicht so ganz neutral. Ich finde, Religionen sollten respektiert werden. Perfekt, das war schon. Dankeschön. Ciao. Hi, ich drehe ein YouTube-Video. Wir fanden gerade den Hund so süß, deswegen sind wir mal gerade hierher gekommen. Ein YouTube-Video. Und zwar fragen wir, ob Sie dafür sind, dass Frauen mit Kopftuch an Schulen unterrichten oder dagegen? Dafür. Dafür? Alles gut. Warum? Dann jeder seine Mentalität von jedem Ding von dann dasselbe machen. Okay. Also sprich nichts dagegen. Sprich nichts dagegen. Super, danke schön. Total neutral und Demokratie. So ja, jeder das macht, was er möchte in jedem Fall. Religionsfreiheit. Okay. Perfekt, danke. Wie heißt der Kleine? Leila. Leila, wie süß. Wie süß du bist. So, jetzt mal drei Kleine. Noch eine. Drei Monate. Oh, wie süß. Ja, dann schönen Tag noch. Ciao. Jetzt, wir drehen ein YouTube-Video. Und wir fragen, ob ihr dafür oder dagegen seid, dass eine Frau mit Kopftuch an Schulen unterrichtet. Mir ist das egal. Okay. Sagen Sie ob eine Lehrerin ein Kopftuch tragen darf oder nicht? Natürlich darf sie es.
eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, aber es gibt viele, die sagen, eine Schule soll wirklich neutral bleiben. Das hat eine Religion nichts zu tun. Also ja, man darf es nicht nach außen hin zeigen. Also dann darf man auch kein Kreuz tragen oder ja, so. Das ist auch völlig egal. Okay. Das, nee, also finde ich blöd, so das eine mit dem anderen zu kombinieren. Ja. Okay, super, das war schon. Dankeschön. Ciao. Das war schon. Danke fürs Einschalten. Es war, ich habe versucht, ein sehr kurzes, knappes Video draus zu machen. Tatsächlich ganz viele Pros, also Pros, die waren dafür. Ich habe ein bisschen tiefgründige Meinungen erhofft, aber war schon etwas. Ja, dann danke fürs Einschalten. Bitte nicht das Abonnieren und Liken vergessen. Und jetzt geht's ab zum Shoppen. Bis dann.